Bei vielen moderneren Fahrzeugen von verschiedenen Fahrzeugherstellern findet man oft auf dem Lüftungs-Klimabedienteil eine Taste, die die Aufschrift REST oder REST aufweist. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was diese Taste eigentlich kann und für welche Funktion sie zuständig ist? Auf der einen Seite könnte man natürlich das Betriebshandbuch seines Fahrzeugs zu Rate ziehen oder ich mache ein Video dazu. Mein Skoda Octavia RS hat diese Taste auf dem Klimabedienteil nicht, aber dieses Fahrzeug hat es. Und die REST-Taste bzw. die REST-Taste ist dafür da, dass man zum einen die Restwärme des Fahrzeugs bzw. des Motors nutzen kann. Und nach Abstellen des Motors und nach Abstellen der Zündung, wenn man diese Taste drückt, kann man bis zu 30 Minuten, zumindest bei diesem Fahrzeug, die Restwärme des Motors nutzen, um den Innenraum weiter heizen zu können. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Temperatur auf kalt stellt, könnte man diese Taste ebenfalls benutzen, um den Innenraum weiter zu belüften. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, insbesondere die erste Variante, also das Weiterheizen des Innenraums, denn oft sieht man ja Fahrzeuge, die zwar abgestellt sind, wo der Motor aber weiterhin läuft und dass eben innen es schön warm bleibt, das kann man sich eigentlich mit dieser Taste sparen, denn wenn der Motor Betriebstemperatur hatte, dann hat er ja in der Regel 90 Grad Wassertemperatur und die Heizung gibt eigentlich die volle Leistung ab. Und mit dieser Taste kann man auch weiter das Fahrzeug im Innenraum heizen, ohne dass der Motor mitläuft. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Und ob das jetzt wirklich so ist, das schauen wir uns jetzt noch schnell an. Der Motor hat jetzt bei diesem Fahrzeug an und für sich Betriebstemperatur und ich drücke mal die Resttaste. Und siehe da, die Lüftung geht an. Ich stelle da jetzt einmal alles auf Maximum ein. Und es kommt echt toll warm aus der Lüftung raus. Also so wie wenn eigentlich ganz normal der Motor laufen würde und man jetzt die Lüftung eingeschaltet hat. Mit der Resttaste springt hier die Lüftung auf die zweite Stufe, hier von der Klimatronik im Volkswagen. Aber eben, wie gesagt, da kommt angenehm warm raus und ja, so für Überbrückung bzw. für kurze Zeit ist das auf jeden Fall eine tolle Sache, eben insbesondere, dass eben der Motor nicht mitlaufen muss. Wie gesagt, bei diesem Fahrzeug geht das bis zu 30 Minuten oder bis die Bordspannung eine gewisse Grenze erreicht hat und dann schaltet sich das System von selbst wieder ab.